Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran. Und wir fahren fort mit Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos. So. In der letzten Episode, ging's das mental nicht wirklich besser. Jetzt verschenken wir, Wir versenken die Fische. Gott, was ist los? Wir versenken die Schiffe unserer Streitkraft, damit die nicht zurück können, wegen Befehls und so. Und ja, Arthas ist mal wieder vollkommen plemplem. Aber zurück zum Spiel. Wir haben letztes Mal noch kurz im Söldnerlager eingekauft und jetzt... Oh, das sind wieder Murlocs. Jetzt machen wir mal weiter. Wir müssen noch drei Schiffe in knapp einer Viertelstunde umhauen und dann haben wir es geschafft. Arthas spielen wir den Einzelgänger. Ich bin bereit und warte. Ha, du bist Muradin Bronzebeard. Okay. Ich stehe für das Licht. Ja, eigentlich habe ich es ja gut mit Namen und so, aber wenn es jetzt auf einmal so viele neue Namen gibt, ist es dann natürlich nicht so toll. Alle weg? Okay. So. Nein, nicht du schon wieder. Was? Oh mein Gott, das war ein One-Hit-KO. Zu viel Pokémon. Definitiv zu viel Poke. Da ist was. Ja. Nimm das. Nein, du kannst es nicht nehmen. Ich bin bereit. Muradin, nimm das. Mana-Stein. Was ist das? Kessixa. Benutzt mit Linksklick. Okay. Kann für 300 Mana verzehrt werden, wenn es ein Stein ist. Wisst ihr nicht, was passiert, wenn man Steine isst? Das ist voll der Hammer. Lass knacken. Du bist nicht Tor, Muradin. Sowas sagt man nicht. Djibouti. Was? Hat den Typen jemand verstanden? Ich stehe für das Licht. Also, ich habe ihn nicht verstanden. Djibouti. Natürlich. Djibouti. Also, wenn ich wüsste, was es bedeutet, dann wäre ich schlauer. Oh nein, jetzt fängt das wieder an. Hm? Also, ich muss sagen... Oh Mann, das habe ich auch nie mehr lange aufgenommen. Ich muss sagen, ich... Bitte, was? Och nö. Manu. Gut, dann Mörser. Bodenziel angreifen. So. Aber Dali. Mach das. Boah, ich kann Bäume wegsprengen. Wie geil ist das denn? Und wir müssen uns langsam beeilen. Die Zeit läuft uns nämlich davon. Für die Ehre. Zeigt uns ein Ziel. Kriegst du auch Schaden davon? Oh. Was geht ab? Einmal los. Bomben gehen ab von unserem Mörsertrupp. So, noch die Bäume da wegsprengen. Randaliergoblin. Naja. Wo wollt ihr uns haben? So. Und jetzt? Ich bin bereit und warte. Naja. Weiter mit kaputt machen und so. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König. Naja, also. Nein, ich finde nicht, dass das, was Arthas hier tut, gut ist. Natürlich. Nur so viel, aber. Naja, ich muss es tun. Hauptquest und so. Der Hauptquest kann man sich... Nein, man darf sich der Hauptqueste nicht widersetzen. Was geht ab? Oh, was abgeht? Nicht... Oh, Dover! Ich meine Drachen! Blaudrache. Blaudrache. Cool. Also drei. Ich töte für euch. Ich töte für euch. Errichtet mehr Höfe. Och Mann. Ich kann nicht, ich darf nicht. Gut, dann. Für einen Menschen seid ihr ganz schön langsam, was? Machen wir mal weiter? Ich stehe für das. Ergreifen uns die Dover. Ach, ja. Die sind so süß. Blauer Großdrachenwelpe. Einschnüren. Wer kann einschnüren? Ich stehe für das Licht. Oh. Ihr seid aber fies drauf. Was kannst du? Ach, du kannst einfach gar nichts.
und... Ich hasse es, wenn Einheiten nicht wollen. Das Licht ist das. Meine Stärke. Ach, Mann. Ah, ich habe jetzt ein paar Einheiten verloren, aber Wayne. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Okay, 10 Minuten und wir müssen noch 2 Schiffe umhauen. Ach Mann, ich will den Heiltrank mitnehmen. Für einen Menschen seid ihr ganz schön langsam. Heiltrank, was? Nimm das. Nein. Tu ihn weg. Nimm den da. Was ihr wolle. Was geht ab? Was ihr wolle? Das Inventar ist voll. Hey, du sollst es ablegen. Ablegen. Dann mal los. Oder einfach hierhin ablegen. Also dann. So, nimm den da. Gehen wir. Nimm ihn. So, okay. Oh, ich habe eine ganze Minute Verfolgung verschwendet. Ist nicht nötig. Nicht gut. Natürlich. Oh Gott, bitte sag mir nicht, dass das Schiff da unten ist. Und... Oh, Cutscene. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann nicht euer Ernst sein. Was geht ab? Ich stehe für das Licht. Goblinladen. Würde ich kaufen, wenn ich die Moneten hätte, ne? Okay. Gehen wir. Ich würde mal sagen, wir halten uns nicht allzu lange dort auf. Wir stürmen einfach durch. Besteht etwa Gefahr? Ich will nämlich nicht zu viele Einheiten verlieren. Werden angegriffen. Oder? Ja, das sollte auch nicht klappen. Die ersten haben es dann zwar ein bisschen dumm, weil sie umgebracht werden, aber... Naja. Es ist das Auferstehung. Oh, ich nehme mal das da. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh nein, ich hätte das nicht. Oh oh. Na egal. Gut gemacht. Bleibt nur noch ein Schiff. Kommt schon. Und den letzten hat's auch erwischt. Besteht etwa Gefahr? Na, zumindest können sie jetzt alle unter einer. Ein Dings. Och nö. Was ist das denn? Ein solider Plan. Und noch ein paar von den Typen. Macht sie fertig! Ich stehe für das Licht. Jetzt kannst du ein bisschen... Ah, was machen? Sehr gut. Das ist auch noch nicht kaputt. Lala. Hieb. Donnerschlag. So. Ich stehe für das Licht. Jetzt wird gerichtet. Yay! Was geht ab? Sturmschlag. Och Mann, oh. Ich hasse es, wenn Gebäude nicht angewählt werden können. Ich meine, manchmal verstehe ich das. Manchmal macht es Sinn, dass man Gebäude nicht einfach so kaputt hauen kann. Cool bleiben. Aber manchmal ist es vollkommen unverständlich. Och nö, nicht noch so ein Ding. Spürt meinen Zorn. Okay, interessiert mich wirklich, ist das eigentlich die einzige Küste? Die Boote verbrennen, oh Gott. Und wir sind noch da. Nein. Wieso tut ihr mir das an, ihr? Naja. Für die Ehre. Wie kann ich dagegen nicht... Oh nein, einer meiner Mörser ist tot. Natürlich. Du da? Ja, sehr gut. Genau das wollte ich von dir. Und du setzt einfach mal Donnerschlag ein. Bam. Ich muss an meiner bösen Lache arbeiten, ich weiß. Aber viel kann ich ja nicht tun, ne? Das raubt uns einfach viel zu viel Zeit. Aber da scheint es klar zu sein, das soll gut werden. Für die Ehre. Also das Spiel macht jetzt noch... Ach du... Sturmangriff! Ein solider Plan. Ich bin bereit und... Donnerschlag! Avatar! Verbeugung ist nicht nötig. Auferstehung! Oh. Heiliges Licht! Wo wollt ihr uns haben? Und, ich stehe für das Licht. Heiliges Licht auf dich selbst! Ach Mann, ich hasse das. Wieso kannst du dich nicht selbst heilen? Vielleicht. Ich stehe das könnte natürlich das auch Licht. Einen tieferen Sinn haben. Also.
Eine Verbeugung ist nicht nötig. Egal, los, wir müssen noch schnell das letzte Schiff da fertig machen, bevor der Timer auf null ist. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. So, okay. Wir haben es hingekriegt, Leute. Das letzte Schiff von Loredarion wird nun, naja, nicht mehr sein. Du bist jetzt glücklich, Arthas. Prinz Arthas. Rasch, meine Krieger! Diese mordlüsternen Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und unsere Heimkehr vereitelt. Tötet sie alle im Namen von Loredarion! Verdammte Bestien! Tötet sie alle! Unsere Schiffe zerstört. Was sollen wir jetzt machen? Hört mir zu. Hört alle zu. Für uns gibt es keinen Weg nach Hause. Es sei denn durch Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Kehrt jetzt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Arthas, du Lügner. Oh mein Gott, ich bin gerade sprachlos. Oh, so ein mieser Verräter. Ich weiß, es waren nur Sündler, aber trotzdem. Er hat seine Truppen belogen und hat sie auch verraten. Und er hat seine Söldner verraten. Ich meine, was zum Teufel ist das? Jetzt kriege ich mich... Okay, Arthas, du bist mein least favorite character momentan. Trall ist immer noch Platz 1, aber Trall habe ich, oh Gott, so lange nicht mehr gesehen. Jaina finde ich auch noch toll und Muradin finde ich auch noch toll. Der sagt immer, das ist der Hammer. Oh Mann, Arthas, ich bin herb enttäuscht. Machen wir weiter. Ist das nicht diese Klinge? Draktaron Keep. Frostmourne, am nächsten Tag in Arthas Stützpunkt. Oh Mann. Ihr habt eure Männer belogen und die Söldner verraten, die für euch gekämpft haben. Was ist mit euch los, Arthas? Ist euch die Rache denn so wichtig? Verschont mich, Muradin. Ihr habt nicht gesehen, was Mal'Ganis meiner Heimat angetan hat. Da ist er. Der dunkle Lord sagte, dass ihr kommen würdet. Hier endet eure Reise, Junge. Gefangen und frierend auf dem Dach der Welt. Und nur der Tod kann von eurem Ende singen. Sieht nicht gut aus. Wir sind völlig umzingelt. Eine Chance haben wir noch. Helft mir, Frostmourne zu finden. Wenn es so mächtig ist, wie ihr sagt, könnte es unseren Sieg bedeuten. Mir ist ziemlich mulmig dabei, Freund. Aber ich habe versprochen, ich stehe euch bei. Captain, ich überlasse euch die Verteidigung. Brechen wir auf. Muss ich das Lager jetzt nicht verteidigen? Das wäre cool. So automatisch ging. Oh. Cool. Frostmourne suchen, Arthas muss überleben, Muradin muss überleben und das Lager verteidigt sich von selbst. Ach so, das gefällt mir. Nein, warte. Quest. Lass mich raten. Vernichte das Dingsbums. Greifenreiter. Yay! Endlich! Das Licht ist meine Stärke. Was? Zwergen reiten die Greifen? Für die Ehre. Das ist neu. Und Wölfchen. Oh. Ich meine, wilde Bestien, die erschlagen werden müssen. Oh Mann. Tut mir leid, die kleinen Wölfchen. Aber... Status Gebrüll. Ah, okay. Ich stehe für das Licht. Oh, jetzt muss ich auf meine Einheiten aber richtig aufpassen. Ja. Damit die nicht einfach viel zu schnell abkratzen. Ring des Schutzes plus 3. Rolle des Schutzes. Zack, zack. Ein solider Plan. Und nimm das da. Ich stehe für das Licht. So. Eine Verbeugung ist. Machen wir weiter. Ich muss wirklich sagen, natürlich. Dass.
Es hat mich... Oh, das ist ein Wolf. Stadt wird belagert. Ja, ich kann da nicht mehr viel... Oder? Nein, ich muss doch... Oh, bitte nicht. Ich dachte, ich müsste das nicht tun. Muss ich jetzt wirklich... Oh nein, multitasken. Oh Mann. Ich weiß, man sagt, Frauen seien gut in so etwas, aber... Natürlich. Oh Gott, nein. Verteidigt euch doch selbst, wenn ihr so toll seid. Ach Gott. Die Magieströme sind heute launisch. Hohe Kosten. Wo ist der Greifenreiter? Ich will den Greifenreiter sehen. Ich tu, was ich muss. Jö. Hoffentlich muss ich mich auch verteidigen. Das ist ja eine Verbeugung dumm. Ist nicht. Talisman der Vitalität erhöht die Treffpunkte des Helden. Das Licht will ich auch ist meine haben. Stärke. Menschen seid ihr ganz schön langsam. Was? Leg das ab. Also dann. Ich und das ist das. Schon besser. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was ist das? Ein Mana-Brunnen. Ein solider Plan. Lass mich raten. Der füllt das unser Licht Mana auf. Ist meine Stärke. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wirklich auf beiden Seiten rummarschieren, das wäre nämlich voll mega bös. Wendigo-Schamane. Wendigo, Frostwolf, Frostwolf, okay. Sturm! Natürlich. Du kannst eigentlich Donnerschlag benutzen. Und ja. Ah, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Das ist eigentlich wirklich nichts Nützliches. Ah, Mann. Was regt denn auf? Ich stehe für das Licht. Und tschüss. Was ist das denn? Oh Mann. Gib mir nicht ständig. Ja. Gib mir ständig Sachen. Ich kann nicht so viel Zeugs tragen. Ich bin bereit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Seid ihr angeschlagen? Ich stehe für ihr das seid angeschlagen. Licht. Ich erwarte euren Befehl. So. Jetzt. Nimm. Erster. Los. Nimm es. Ich stehe ach, das? Für das nimm Licht. Es. Puh. Mann, Multitasken. Ah, das ist so das Ding. Ein solider Plan. Okay, machen natürlich. Wir weiter. Für die Ehre. Und vielleicht hätte ich es doch Moradin geben können. Natürlich. Mal gucken. Ein solider Frostmourne. Plan. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Klinge unseren sowieso schon plemplem. Ja, das ist jetzt ein Wort. Oh, 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 oh. Schnell, Heilin. Moradin, wo bist du? Sturmschlag. Das ist voll der Hammer. Jetzt noch Donnerschlag. Besteht etwa oh, 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 schnell heilen. So. Das Licht also, wo ist war ich? Stärke. Das ist doch nicht einer von uns, oder? Nein, das ist einer von uns. Komm her. Natürlich. Herkommen. Das ist keiner von uns. Ein solider Plan. Aber ich hatte doch drei Schützen. Hä? Natürlich. Ich verstehe die Fähigkeit irgendwie nicht. Ein solider Plan. Na, ja. Egal. Vielleicht sind sie gar natürlich. Nicht so richtig. Kehrt um, Sterbliche. Tod und Dunkelheit erwarten euch in diesem verwunschenen Gewölbe. Ich bezweifle, dass es da unten etwas Schlimmeres gibt als das, was wir schon gesehen haben. Glaubt, was ihr wollt, Junge. Ihr könnt nicht vorbei. Lass mich raten, weit. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Das war's aus dem Plan. Zack. Bam. Avatar-Modus. Eine Verbeugung. Und du. Ich halte dich aber auf der Heilung. Ein solider. Na ja, geht weg. Bevor es so spät ist. Ihr wollt das Schwert immer noch beschützen, was? Nein. Ich will euch vor ihm beschützen. Oh oh. Oh. Das Schwert ist 100% böse. Unsere Rettung. Frostmourne. Halt, Freund. Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt die Macht die Seele. Oh, ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst.
Ich würde jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst gut sein, Arthas. Vergesst diese Sache und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern! Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan. Ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten. Ist er tot? Nein. Prinz Arthas, wo ist Muradin? Wir halten nicht mehr lange durch. Muradin ist tot. Doch seid beherzt, Captain. Der Feind kann gegen die Macht von Frostmourne nicht lange bestehen. Arthas, sei verflucht. Besteht etwa Gefahr? Du und deine ewigen Rachegelüste. Ja. Ach, verdammt. Jetzt ist offiziell. Ich hasse Arthas. Ich mag ihn überhaupt nicht. Und wir haben die 21 Minuten erreicht, in dem Arthas diese blöde Waffe hat. Ich weiß, sie sieht cool aus und alles, aber ich weiß genau, dass Arthas den Verstand verlieren wird. Zumindest den kleinen Rest, den er noch hat. Oh Mann, ich reg mich gerade hier auf, ich weiß, aber okay. Leute, das war's für heute. In der nächsten Folge sehen wir, wie es mit Arthas mentaler Gesundheit weitergeht. Und naja, hoffentlich haltet ihr die Ohren steif. Bis dahin, ciao.